auf die Plätze, fertig und los. 20 Grad und strahlender Sonnenschein, man hätte sich kein besseres Wetter für den diesjährigen Frohnaulauf wünschen können. Die LG Nord lud wieder einmal Schüler, Vereinsmitglieder und laufbegeisterte Sportler allen Alters ein, um an den verschiedenen Läufen durch Frohnau teilzunehmen. Aber halt heute war es echt schön warm, man konnte auch halt mit kurzärmeligem T-Shirt rennen, es war halt auch sehr schön. Und siehst du die Hunderte von Kindern, wie sie also voll Jubel losrennen. Als erstes starteten die Kinderläufe. Auf dem Programm standen 900 Meter für die U10er und 1800 Meter für die U14er. Die Strecke hierbei führte rund um den Poloplatz, auf dem sowohl gestartet als auch ins Ziel gelaufen wurde. Diese Läufe immer sehr cool, weil man mit Freunden zusammenlaufen kann und viel Spaß hat. Es war sehr schönes Wetter, die Bahn war auch sehr gut und ich bin gut durchgekommen. Während die Kleinen noch auf ihre Siegerehrung warteten, machten sich die Großen bereit für ihre Läufe. Die Strecke startete hier ebenfalls auf dem Poloplatz und führte im Anschluss 5 Kilometer durch die Straßen von Frohnau. Während die Walker- und 5-Kilometer-Läufer nach der ersten Runde ins Ziel einlaufen konnten, mussten die Teilnehmer des 10-Kilometer-Hauptlaufes noch einmal durchstarten und eine zweite Runde absolvieren. Ja, ich bin zum dritten Mal dabei, wie immer. Sehr schönes Wetter bisher gehabt. Die Strecke ist auch sehr schön, vor allem der Einlauf kann ich sehr empfehlen. Also super Stimmung hier und alle sind mega nett. Ja, hat viel Spaß gemacht, auf jeden Fall zu laufen. Nach dem Lauf warteten neben Wasser und Bier, selbstverständlich alkoholfrei, klar, auch Urkunden und Medaillen auf die Läufer. Zum ersten Mal konnte man diese nun auch direkt vor Ort mit seinem Namen und der erreichten Laufzeit gravieren lassen. Nach einer Stunde und 18 Minuten gab es dann noch einen besonderen Zieleinlauf. Das Team der Freiwilligen Feuerwehr Frohnau überquerte samt 20 Kilogramm Schutzausrüstung die Ziellinie. Wir haben gerade die 10 Kilometer in Frohnau bewältigt. In unserer Schutzkleidung ca. 20 Kilo, die wir normalerweise im Einsatz tragen, wenn wir ins Feuer gehen. Heute mal als Training. Mit einem neuen Teilnehmerrekord von 650 Läuferinnen und Läufern und strahlendem Sonnenschein kann man nur sagen, es hätte wohl besser nicht laufen können. Wir freuen uns schon auf das nächste Mal, wenn es dann wieder heißt, auf die Plätze, fertig, los!